Generationenübergreifende Gestaltung von Lebensräumen wird in unserer Gesellschaft zu einem immer größeren Thema. Designer, Planer und das Handwerk haben längst erkannt, dass eine alternsgerechte Gestaltung auch für jüngere Menschen von Vorteil ist und gerne angenommen wird. Wir zeigen Ihnen Beispiele dazu in Koblenz aus dem Handwerk und dem Alltag. Hier heben gerade drei Generationen mit der neuen Attraktion in Koblenz, der Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein, ab. Kinder, Eltern und Großeltern. Für sie alle ist die Seilbahn konzipiert und eine Fahrt damit über den Rhein problemlos möglich. War bei vielen älteren Modellen der Zugang und der Einstieg für bestimmte Personengruppen noch nicht oder nur beschwerlich möglich, wurde in Koblenz darauf geachtet, den Zugang möglichst barrierefrei zu gestalten. Die Gondel gleitet langsam beim Ein- und Aussteigen. Der Eintritt erfolgt ebenerdig, das heißt, dass keine Stufen oder andere Barrieren im Weg sind. Das Betreten mit Kinderwagen oder Rollstuhl ist also ganz ohne fremde Hilfe möglich. Und darüber freuen sich auch die kleinen Besucher. Direkt neben der Talstation sorgen eine breite Rampe und eine Treppe für mehr Mobilität. Eine Leistung im öffentlichen Außenraum durch das Handwerk erbracht. Aber auch für die barrierefreie und komfortable Gestaltung von Innenräumen hält das Handwerk Lösungen bereit. So wie Detlef Börner, Fliesenlegermeister aus Koblenz. Er berät Kunden zu barrierefreien Badsystemen. Dazu gehört auch der Einbau von Nasszellen. Nach dem genauen Abfragen der Kundenwünsche und der Beschreibung der Örtlichkeiten kann Detlef Börner dann mit Hilfe spezieller Planungssoftware das Bad nach den Wünschen der Kunden entwerfen. So können bereits in einem frühen Stadium der Planung Fehlplanungen vermieden werden. Der Kunde erhält bereits jetzt einen ersten Eindruck von seinem neuen Bad. Dabei ist das Thema Barrierefreiheit nicht nur ein Thema für Alte und Kranke, sondern auch eine Frage des täglichen Komforts. Ebene Einstiege und ein größeres Raumangebot sind auch bei jüngeren Menschen gefragte Eigenschaften ihres Wunschbades. Dabei achten gerade junge Bauherren bei der Planung von Bädern und sanitären Anlagen schon jetzt auf mögliche Probleme im Alter. Dabei zeichnen sich gerade im sanitären Bereich Unterschiede zu traditionellen Formen des Einbaus ab. Es gibt erheblich Unterschiede. Bisher hatten wir klassisch immer einen Bodenablauf in der Mitte im Raum gehabt oder in der Dusche, dass also das Gefälle aus allen Seiten kam. Heute ist es so, dass wir größere Fliesenformaten haben, bis 45 x 90 cm haben wir im häuslichen Bad heute, die wir verarbeiten. Und dort wird ein einseitiges Gefälle gefordert, dass man also gar nicht mehr mit der Punktentwässerung zurechtkommt, sondern eine Linienentwässerung haben muss, auf die man das Gefälle hinführen kann. Ich habe hier so ein Beispiel in der Hand und da könnte man auch mit großen Fliesen anarbeiten. Aber immer auch zu beachten, auch, dass die Fliesen die entsprechende Trittsicherheit haben, dass die auch für Duschen geeignet sind und nicht eine Wandfliese einfach auf den Boden genommen. Da ist ein bisschen Risiko sonst dabei. Beim Einbau von modernen Duschsystemen, egal ob komplett barrierefrei oder in Form einer sogenannten Wellnessdusche, ist eine optimale Planung von Anfang an unerlässlich. Hier sollten Kunden ihre Wünsche genau benennen. Gilt es doch nicht nur ästhetische, sondern auch bauliche Gegebenheiten zu behandeln. Dabei ist die Frage nach Höhe, Sitz und Art des Abflusses nur einer von vielen wichtigen Aspekten. Es fängt eigentlich an mit der Planung, dass das koordiniert wird zwischen den einzelnen Handwerken, dass wir berücksichtigen die Aufbauhöhe von den Abflüssen, das Gefälle, was wir im Boden benötigen, die Abdichtung, die ich jetzt hier ein Muster mal in der Hand habe, dass die auch entsprechend mit berücksichtigt wird, wie dicht ich die an, welche Dichtflanschsysteme habe ich und wie kann ich nachher da auch die Keramik aufbringen. Das muss alles vorher halt eben abgestimmt sein mit dem Kunden. Sind diese Fragen alle geklärt, dann steht dem Duschvergnügen nichts mehr im Wege. Generationenübergreifende Gestaltung ist auch im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz erlebbar. Noch bis zum 20. August zeigt das Kompetenzzentrum täglich, Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr, die Ausstellung Universal Design, eine Wanderausstellung in Kooperation vom Internationalen Designzentrum Berlin und dem Rat für Formgebung. Hier werden über 50 Produkte vorgestellt zum Anfassen, zum Ausprobieren, die das Thema universelles Design, Design für alle, beleuchten. Ein gutes Beispiel für eine einfache Idee, die ein Produkt besser macht, sehen wir hier, einen Kühlschrank. Das Problem ist uns allen bekannt, wenn Produkte sehr weit hinten im Kühlschrank liegen und hier ist es einfach ein Schubladensystem, was ich ganz einfach ausziehen kann und dann meine Produkte leicht entnehmen kann. Wie gesagt, eine einfache Idee, die, denke ich, Zukunft hat. Wir zeigen über 50 weitere Ideen. Einige davon möchte ich Ihnen jetzt in der Ausstellung präsentieren, Ihnen kurz einen Einblick geben. Auch Ideen von jungen Gestaltern, von jungen Designern, die, sage ich mal, ihre Ideen auch für die spätere Produktwelt hier ausstellen.
Gerade für den Wirtschaftszweig Handwerk bietet das Thema Universal Design erhebliches Potenzial. Es geht darum, individuelle Produkte zu entwickeln, die sowohl für die Zielgruppe jung wie für die Zielgruppe alt interessant sind. Ein gutes